Oh, ich weiß nicht, was ich auf diesen Laufwegen erzählen soll. Mann, 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 Mann. Wusch. Das Wuschen und Wedeln. Ich werde mal die nächste Fuge fertig machen hier. So. Das kann hier weg. Die können hier eigentlich auch rein. Die Eier. Ja. Das ist okay so. Entschuldigung. Alles klar, wieder 2000. Juhu. Ein Brief. Ich würde gerne ein paar Informationen über die kommende Veranstaltung geben. Das Fest des Wintersterns. Es ist Zeit für die Gemeinde, sich an all das Gute in diesem Jahr zu erinnern und zusammenzukommen. Eine beliebte Tradition ist das Wichteln, bei dem jedem in der Stadt zufällig eine andere Person zugeteilt wird. Am Tag des Fests bringt jeder ein Geschenk für seinen geheimen Freund und überrascht ihn mit etwas Besonderem. Dieses Jahr ist dein geheimer Freund Louis. Oh. Louis, Bürgermeister Louis. Was mag der denn? Kriegt einen Diamanten. Oder so. Sonst, ich habe keine Ahnung, was ich dem schenken soll. Irgendwelche Blümchen oder... Ja. So, Frikadelle. Wäre auch ein lustiger Name für eine Kuh gewesen. Haha. Sonst ist hier nichts. Alles klar. Schössen. Das Tor wieder aufmachen. So, was geht denn bei der Kühe ab? Noch nicht sehr viel. Die müssen sich noch einleben. Die brauchen noch ein bisschen Zeit. So. Die können ja auch nicht einfach von heute auf morgen mit Milch um sich schießen, hä? Das wäre zwar witzig, aber auch eine Riesensauerei. Komm, nehmen wir das eine hier von. Können wir bald wieder ein paar neue Fässer machen, ne? Brauchen wir nochmal? Sonst müsste ich als nächstes mal anfangen, Kupfer herzustellen. Jetzt haben wir 14. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz wir da überhaupt noch haben. Eine Reihe. Warte mal. Eins. Zwei. Oh, knapp. Zwei Reihen. Hm. Was brauchen wir dafür alles? Holz, Kupferbarren, Eisenbarren, Eichenharz. Okay. Eichenharz. So. Kupferbarren. Wir brauchen zwei mehr Kupferbarren. Holz haben wir aber auch noch. Hm.
Wusch. Aus was macht man nochmal diese Bienenstücke? Ahornsirup und Eisenbarren. Aha. Komm, werd mal fertig hier. Schneller! Schneller! Ja, ansonsten, was können wir noch machen? Sprengler können wir auch eventuell mal verdoppeln. Wie viel haben wir jetzt? 12 Stück. Was brauchen wir für einen Sprengler? Ein Eisenbarren, ein Goldbarren und ein verfeinertes Quarz. So, wir müssen gleich gut Eisenbarren produzieren. Goldbarren haben wir genug. Schneller! Mittlerweile ist die Mayo ja schon wieder durch. Naja, fast. Na was? Da ist ein... eine unautorisierte Eichel im Boden. Sieh zu. Achso, die können wir auch schon abgeben. Zack, zack. Jo. Los. Zack, fertig. So, eins. Wir müssen dann in der nächsten Saison mal gucken, dass wir haufenweise Felder machen, wo einfach nur wieder nachwachsende Pflanzen bei rumkommen. So, was brauchen wir jetzt noch? Kupfer? Danach müssen wir Quarz machen. Wie viel Quarz haben wir denn? 31. Achso, wir haben noch 11 fertige. Alles klar. Alles klar, dann brauchen wir aus der Ecke schon mal nix. Eisenbarren, Goldbarren, Quarz. Okay, hätten wir eigentlich. Also erstmal egal. Eisenbarren haben wir noch. 7. 2 brauchen wir. Wollte gerade sagen, da war noch Mayo fertig. Mal die Eier gerade im Kühlschrank. Leben vom Land. Spitz die Ohren. Schenke der Person einfach ihr Lieblingsgeschenk. Ja, was? Soll ich einfach mal mit dem quatschen? Vielleicht weiß der ja was. Also vielleicht weiß der was, genau. Vielleicht weiß der, was ihm gefällt. Das ist natürlich auch. Smarter Move. So, jetzt machen wir erstmal noch 2 Fässer. Nein, ich habe kein Alkoholproblem. Ich habe eins ohne. Und ich brauche mein Schwert. Sonst fühle ich mich unsicher.
So, bitte Bürgermeister, sag mir, was du magst. Was ist denn dieses komische? Steht einfach. Hallo? In der Kneipe ist nachts manchmal viel los, deswegen werfen wir mit. Aha. Mhm. Erzähle mir deine Geheimnisse. Verfeinertes Quarz, 150. Ja. Ach, komm. Haben wir jetzt etwas zu tun hier? Hm, wie kann man denn aus anderen Quellen irgendwie... Ich könnte jetzt natürlich ins Wiki gucken, aber es ist ja irgendwie auch doof. Macht man ja nicht, das gehört sich ja nicht. Ich frage mich, ob Pierre zum heutigen Abend ist. Wahrscheinlich nicht. Denn es ist Pierre. Ehre macht kein Abendessen. Emily gar nicht. 14 Uhr. Emily ist nicht auf der Arbeit. Was ist da los? Emily. Huch. Was passiert denn jetzt? Muiva. Warum bist du hier? Ich wollte dich Quarz vorbeibringen. Ah ja. Das erinnert mich an etwas. Selbst das kleinste, gewöhnlichste, simpelste Licht enthält ein wundervolles Geheimnis. Jetzt weiß ich, warum du hier bist. Es ist ein Zeichen. Was? Oh. Rausgeploppt. Das ist ein Ding. Schicksale werden sich kreuzen. Ich kreuzige dich gleich, wenn du nicht aufhörst, immer so gruselig zu sein. So. Jo, Geld. Alles klar. Dann 14.30 Uhr, Zeit fürs Bett. Was ist denn dieses komische Wichtelfest? Man sollte ja meinen, dass Louis irgendwas... Ich weiß nicht. Gibt es Hinweise in seinem Haus? Kann ich da rein? Hier wohnt er, ne? Heiratsregister. Nee, Scheidung will ich nicht. Mit Milch und Eistee. Vielleicht mag er ja Milch. Dann würde ich mir eigentlich einfach eine schöne große Milch schenken. Hat's noch irgendwas? Was haben wir hier? Teeset. Der Bürgermeister muss Tee ziemlich ernst nehmen. Okay. Nun gut. Schau ich mal, ob ich ihm eine Milch vorbeibringen kann.
zu Weihnachten schenken wir ihm eine Milch. Klingt gut. Oh, die nächste Fuhre. Verbrauchen wir eigentlich gar nicht, aber naja. Jetzt müsste die Mayo wieder fertig sein. Es ist keine Mayo drin. Ne, die war fertig, aber wieder, haben wir schon wieder rausgeholt. Gut, ab ins Bett. Leben vom Land hatten wir schon. Gut. Gut, gut. Also, wann war jetzt dieses komische Fest? Am 25. Und dann hat noch Evelyn Geburtstag, aber da weiß ich auch nicht, was sie mag. Boah, 6-mal Mayonnaise, okay, das ist ein bisschen. Schneit schon wieder. Wenn man im Herbst kaum Regen jagt, aber jetzt schneit es ständig. So. Alle happy, alle glücklich. Sehr gut. Ja. Dauert wohl ein bisschen. So, bisschen Mayo. Und die zwei kommen hier in meinen Kühlschrank. So, mal gerade überlegen, wir brauchen. Wir haben 6 Eisenbarren, wir haben 17 Eisenbarren. Wir brauchen 17. Komm, machen wir noch ein bisschen Quarz rein. Das ist ja gut. Kupfer. Brauchen wir Kupfer? Ne, brauchen wir nicht. Alles klar. Kühe haben wir gemacht, Hühner haben wir gemacht, Mayo haben wir reingepackt, was, boah, das ist für diese Woche auch erledigt, ich gehe wieder schlafen, dann mache ich glaube ich auch mal wieder ein Päuschen, Teddy. Bin tatsächlich ein wenig müde. Also wenn man gar nichts verkauft. Okay, sind gerade gewundert, wieso fängt denn das jetzt? Ja. Gut, haben wir hier für heute Ende und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Dann haben wir noch 8 Tage im Winter vor uns. Mal gucken, wie wir die rumkriegen. Danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.